Unsere Bemühungen seit Jahren, Videosequenzen zu erstellen aus dem Unterrichtsalltag, um Lernen sichtbar zu machen, wird jetzt getoppt durch diese Riesenchance, dass wir John Hattie gewinnen konnten und ihn in einem Interview vorstellen, in dem es genau darum geht, seine Erkenntnisse aus seiner Metastudie sozusagen für den deutschen Lehrer, die deutsche Schulleitung nachvollziehbar zu machen. Es geht um das Lernen der Kinder und es geht darum, dass der Lernzuwachs erhöht wird und das mit Freude, damit Schüler gerne in die Schule gehen, dort bleiben und wenn sie die Schule verlassen, auch unter Lernen etwas verstehen, was ihnen unglaublich viel Spaß macht. Wir danken John Hattie für dieses Interview und wir wünschen uns sehr, dass Sie, die Zuschauer, einen Gewinn für sich aus seinen Antworten ziehen können. Klar, die Frage stellt sich. Ich finde es aber erstaunlich, wie viele Lehrer eben genau dieses Feedback geben, und zwar sehr erfolgreich. Mich interessiert, wie sie das machen. Wenn jemand von einem anderen Stern käme, würde er Klassen mit 30 Schülern vermutlich absurd finden. Für uns ist das seit 150 oder 200 Jahren Schulalltag. Trotzdem mache ich die Erfahrung, dass einige kreative Lehrer Techniken entwickelt haben, den Schülern lernbegleitendes Feedback zu geben und damit Wirkung zu erzielen. Wir sollten also nicht nach einer Zauberformel wie drastisch verkleinerten Klassen suchen. Das ist übrigens eine sehr teure Option, die schon mit Millionenaufwand ausprobiert wurde und die sehr wenig bewirkt hat. Stattdessen sollten wir von den erfolgreichen Lehrern lernen und uns fragen, wie schaffen die das eigentlich, die Dinge zu tun, die für sichtbares Lernen am wichtigsten sind? Rückmeldung im Unterricht zu geben. Solche erfolgreichen Beispiele gibt es in Deutschland sicherlich genauso wie in anderen Ländern. Wir müssen verstehen, wie sie es machen und dann von ihnen lernen.